diesen grossen Bewegungen von Fähren, die im November eigentlich angefangen haben, nachzulassen, haben wir jetzt eigentlich hier einen konstanten Rückgang von diesen Bewegungen. Und jetzt haben wir im Moment die Situation, dass wir hier oben auf dem Grat nur noch ganz wenig Bewegungen haben, eigentlich so im Millimeterbereich. Und weiter unten bei der Abbruchkante gegen den Gletscher zu, haben wir noch so zwischen 15-20 cm. Wo sich der Hang noch bewegt. Aber das ist wirklich nur noch ein kleiner Teil vom untersten Hang. Also von dem her haben wir eigentlich eine recht ruhige Lage im Moment. Das Ganze hat sich stark bewegt. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Sicherung. Also wir sind jetzt eigentlich können davon ausgehen, dass wir die Wanderwege, die haben wir gesichert, die sind kontrolliert und der gesperrte Bereich, da haben wir eigentlich nicht mehr viel ab und zu ein paar, die sich referieren, und aber eigentlich nur wenig. Also von dem her sind wir da eigentlich zufrieden. Bundesamt für Umwelt wird den Kanton unterstützen in allen seinen Präventionsarbeiten, durch Beraten und auch finanzielle Unterstützung. Hier in diesem Gelände tun wir einerseits Satellitendaten und Luftbilddaten auswerten, wie wir das auch in anderen Gebieten machen. Und zusätzlich tun wir neue Messmethoden testen, sodass man die Entwicklung von diesem Rutschgebiet genau sieht. Und die neuen Methoden werden wir auch in anderen Rutschgebieten einsetzen. Wir sind hier oben an der Bergstation Moosflüe. Das ist die Bergstation von der Gletscherbahn Moosflüe am Rand von den geologischen Setzungen. Und wie man es vielleicht weiss, hat man 2015 die Bahn neu gebaut. Die haben wir so konzipiert, dass man mit diesen Setzungen auch umgehen kann und dass man auch die Verschiebungen gut ausgleichen kann. Aktuell haben wir quasi fast keine Verschiebung und ich kann euch wirklich vermelden, wird die Bahn natürlich sehr akribisch überwachen und kontrollieren. Und ich kann euch sagen, dass wir vermutlich die bestüberwachteste Bergbahn eigentlich in der ganzen Welt haben.